Verantwortung übernehmen oder verdrängen oder gar leugnen, darum geht es auch beim nächsten Thema. Das hier ist eine Streubombe. Viele Staaten haben unterschrieben, dass diese schreckliche Waffe geächtet wird. Die Streubombenkonvention von Oslo tritt am Sonntag in Kraft. Da wird es bestimmt Bilder von Politikern geben, wie sie die Ächtung gutheißen. Soweit die noble Gesinnung. Aber in der Praxis, so Markus Zeitler, Sibylle van der Wald und Sigrid Ditloff, in der Praxis fördern wir, die Anleger, wir, die Steuerzahler, über verschlungene Wege Unternehmen, die solche Killerwaffen herstellen. Wir sind Komplizen, ohne es zu wissen. Es war ein Blindgänger. Wachid wollte ihn aufheben. Da explodierte das Geschoss. Die Opfer von Streumunition sind meist Zivilisten. Das ist bekannt. Nicht bekannt ist, was Menschen wie dieser irakische Junge mit unserer deutschen Riester-Rente zu tun haben. Wir haben festgestellt, dass Gelder aus Riester-Produkten in Streumunition investiert werden. Wussten Sie davon? Nein, ich wusste nichts davon. Ich finde das auch nicht gut. Das ist ja erschreckend. Also ich meine, dann denkt man, man tut was Gutes für sich und für die Zukunft. Und dann werden damit Waffen hergestellt. Das ist ja furchtbar. Wenn Sie so eine Altersvorsorge hätten, was würden Sie tun, wenn Ihre Bank das zum Beispiel machen würde? Würde ich sofort kündigen dann. Also würde ich nicht mehr unterstützen. Riester-Rente und Streumunition? Wer das verstehen will, muss zunächst wissen, was am 3. Dezember 2008 geschah, als in Oslo Vertreter von rund 100 Regierungen zusammentrafen. Die Worte des damaligen deutschen Außenministers. Wir ächten heute eine Waffenart, die jedes Jahr unzählige zivile Opfer fordert. Oft noch lange nach dem Ende des bewaffneten Konflikts. Die Bedrohung der Zivilbevölkerung durch Streumunition wird jedoch nur ein Ende finden, wenn die Ächtung dieser Waffe allumfassend ist. Soweit der Anspruch. Und die Wirklichkeit? Ein US-Bomber unter den Tragflächen eine Streubombe mit Hunderten von hochexplosiven Sprengkörpern. Die USA, Russland und einige asiatische Länder sind bis heute nicht bereit, die Streumunitionskonvention zu unterzeichnen. Die größten Hersteller von Streumunition sind US-amerikanische und asiatische Rüstungskonzerne. Ihre Aktien werden auf den internationalen Finanzmärkten gehandelt. Noch immer, trotz der Oslo-Konvention. Die Investitionen werden insgesamt nicht weniger. Manche Fonds verabschieden sich von bestimmten Unternehmen, andere kaufen sich ein. Da ist immer Bewegung. Aber in Reaktion auf die Aktienpreise und nicht als Reaktion auf die Konvention zur Ächtung von Streumunition. Der Finanzanalyst Jan van Gelde hat Zugang zur Spezialdatenbank Thomson One Banker. Sie legt das Geflecht der Unternehmensbeteiligungen offen. Van Gelder zeigt uns auch die dort gelisteten Investments deutscher Banken und Versicherungen. Etwa Fonds der DWS, der Investmentgesellschaft der Deutschen Bank. Fonds mit Beteiligungen an Rüstungsunternehmen wie L3 und anderen Konzernen, die als Hersteller von Streumunition gelten. Darunter auch Fonds, in die Riester-Produkte investieren. Die Schlussfolgerung des Experten: Für die Riester-Kunden der DWS heißt das, dass ihre Beiträge mit Sicherheit in Streumunition fließen, weil alle drei Riester-Fondsprodukte der DWS sich auf ein Bündel von Fonds stützen. Der Kunde hat keine Wahl. Und einige dieser Fonds haben zum Recherchezeitpunkt in Streumunitionsproduzenten investiert. Daher wird ein Teil ihrer Beiträge dort landen. Beispiel DWS Riester-Rente Premium. So läuft laut Van Gelder hier die Spur des Riester-Geldes. Das DWS-Produkt investiert die Gelder der Riester-Sparer in eine Vielzahl von Fonds und Dachfonds. Diese wiederum verteilen das Geld in eine Vielzahl weiterer Fonds. Und zwei von ihnen haben laut Datenbankrecherche auch beim Rüstungskonzern L3 Communications investiert. Beide Fonds zusammen rund 7 Millionen Euro. Klingt nach wenig. Aber Streumunition im Wert von 7 Millionen Euro reicht aus, um eine Fläche zu bombardieren, die 3,5-mal größer ist als das Land Berlin. Riester-Geld für Streumunition? Die DWS-Zentrale in Frankfurt. Hier bekommen wir kein Interview, schriftlich erhalten wir jedoch ein klares Dementi. Die DWS Investment GmbH hat in denen von ihr gemanagten Fonds keine Aktien der von Monitor genannten Unternehmen. Sie sind auch nicht an ihnen beteiligt. Sind die Angaben von Thomson One Banker fehlerhaft, wie die DWS behauptet?
Die Datenbank, in der Van Gelder recherchiert, gilt als äußerst zuverlässig und greift nicht zuletzt auf Informationen zurück, die von den Unternehmen wie der DWS selbst stammen. An- und Verkäufe werden mit zeitlicher Verzögerung dokumentiert. Hat die DWS also kurzfristig verkauft? Dazu erhalten wir keine Antwort. Unser Experte sieht das so. Möglich ist alles. Theoretisch können sie alles verkaufen. Aber wenn man sich ihre Geschichte ansieht und sieht, dass sie eigentlich immer in diese Unternehmen investiert waren und dass es keine Anzeichen gibt, dass sie ihre Investitionen in diese Firmen reduziert haben, sie haben ja keine Erklärungen oder Ähnliches veröffentlicht, dann deutet alles darauf hin, dass sie bis heute in diese Unternehmen investieren. Auch bei der Allianz hat Van Gelder in der Datenbank zahlreiche Vorbeteiligungen an Unternehmen gefunden, die als Hersteller von Streumunition gelten. Darunter auch Fonds, in die Riester-Sparer investieren können. Die Allianz Global Investors schließt schriftlich direkte Aktienbeteiligungen an den Rüstungsunternehmen aus, indirekte jedoch nicht über sogenannte treuhänderische Sondervermögen. Die Allianz bietet fondsgebundene Riester-Produkte, bei denen sich die Kunden nach ihren Anlagepräferenzen für ein oder mehrere Fondsprodukte entscheiden. Dazu der Experte. Das ist ein seltsames Versteckspiel hinter dem Kunden. Schließlich muss sich jedes Unternehmen entscheiden, welche Art von Produkten es anbieten will. Das Geld von Riester-Sparern investiert in Streumunition? Ein Vorwurf, auf den die Banken und Versicherungen ganz unterschiedlich reagieren. Beispiel Landesbank Berlin. Unsere Recherchen hatten ergeben, die LBB hält Anteile an 2 der 7 führenden Produzenten von Streumunition. Und auch ein Riester-Fonds der LBB ist betroffen. Auch die LBB lehnte ein Interview ab. Die Investments aber gab sie offen zu und weiter teilte sie mit. Auf Basis ihrer Hinweise haben wir alle 7 von Ihnen genannten Unternehmen entsprechend gekennzeichnet, um künftig dort keine Investments mehr zu tätigen. Wir wollten nachfragen beim zuständigen Finanzminister. Investitionen deutscher Banken in Streumunition, staatlich geförderte Riestergelder für Rüstungskonzerne? Wie passt das zusammen mit der Verpflichtung, die Deutschland in Oslo eingegangen ist? Kein Interview, schriftlich heißt es dazu aus dem Finanzministerium. Das Übereinkommen enthält keine Regelungen zu Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit Streumunition. Keine Regelung zu Finanzierungsfragen? Chronisten hat maßgeblich an der Entstehung des Oslo-Vertragstextes mitgewirkt. Die Konvention verbietet nicht nur die Produktion von Streumunition, sondern jede Form von Unterstützung. Für uns in Norwegen war das nie eine Frage. Wir sind überzeugt, dass der Begriff Unterstützen auch das Verbot von Investitionen abdeckt. Und wir würden begrüßen, wenn andere Staaten diese Interpretation auch annehmen würden. Menschen in Kriegsgebieten vor Streumunition schützen. Länder wie Großbritannien, Belgien, Luxemburg haben inzwischen gehandelt. Investitionen in Streumunition sind hier per Gesetz verboten. Und die Bundesregierung? Die hält entsprechende Kontrolle nur eingeschränkt für möglich. Wir decken täglich 8000 Unternehmen ab. Wir durchleuchten sie, nicht nur nach Streumunition, sondern auch nach Menschenrechtsverletzungen, Korruption und so weiter. Und ja, das ist ohne weiteres möglich. Für die Räumung von Streubomben wie hier im Libanon hat die Bundesregierung in den letzten Jahren 200 Millionen Euro bereitgestellt. Gleichzeitig fließen Riester-Gelder in Rüstungskonzerne, investieren deutsche Banken und Versicherungen in Streumunitionshersteller. Mit dem Geist der Oslo-Konvention ist das kaum vereinbar. Doch nach deutschem Recht ist es noch immer ganz legal. Es ist halt eine moralische Entscheidung, ganz altmodisch. Und die muss ein Anleger treffen und die muss erst recht eine Regierung treffen. Andere Regierungen gehen ja mit bestem Beispiel voran. Sie sehen es als Pflicht, ihre Bürger vor Komplizenschaft in unethischen Praktiken zu schützen.